Ernst ist sehr reich. Ernst ist wunderschön, glaubt er zumindest. Er trägt tolle Anzüge aus Paris, die er sich extra kommen lässt. Er ist einfach schweinereich. Und wie das für reiche Leute in 50er Jahren gehört, glaubt er, so ist es Usus, sich mit jemand anderem Reichen zu verheiraten, in diesem Fall mit Lulu, die ja auch offenbar aus reichem Elternhaus kommt. Und er denkt gar nicht darüber nach, dass man im wahren Leben vielleicht anders zusammenkommt, nämlich über so etwas wie Liebe oder so etwas. Es reicht ihm, dass man standesgemäß zusammenkommt und dann eine Familie gründet. Und er glaubt fest daran, dass Lulu das auch ganz toll findet und wird natürlich im Film schnell eines Besseren belehrt. Die Farben sind von ausgesuchter Scheußlichkeit. Aber in einem so knallbunten Film wie Lulu und Jimmy fällt mein Anzug fast gar nicht unangenehm auf, weil alle sind ja nun sehr farblich übermäßig eingedeckt. Unsere tolle Kostümbildnerin, die Esther Walz, hat das ganz wunderbar ausgesucht. Bis auf die Tatsache, dass Knickerbocker im Kniebereich von in der Kniekehle ein bisschen kratzen, möchte ich mich aber nicht beschweren. Ich glaube auch nicht, dass es die wahre Liebe gibt. Und zwar nicht, weil ich jetzt schon mehrfach enttäuscht worden bin, nein. Aber man weiß nicht, was das Leben alles noch mit einem macht. Auch bei Lulu und Jimmy erleben wir ja, dass diese verschiedenen Stadien einer Beziehung oder auch eines Reifeprozesses den Menschen verändert. Und dass es ab dann sehr, sehr schwer ist, noch immer zusammenzufinden oder aufgrund dieser Erfahrung zusammenbleiben zu können. Der Film hält es Gott sei Dank offen, auch wenn es eine Art von Happy End gibt. Ich habe Oskar Röhler vorher kennengelernt bei einer anderen Produktion, die ich vorher gemacht habe. Und er sagte mir auf einer Premierenfeier, du, ich hätte da vielleicht mal was für dich. Und diesen Satz hört man sehr oft. Und ich dachte dann, okay. Aber da kam dann plötzlich tatsächlich nahezu postwendend ein Drehbuch. Da habe ich mich schon mal gefreut, dass das eben kein leerer Spruch war. Und dann habe ich das gelesen. Und wie gesagt, konnte es nicht aus der Hand legen und war dann auch sehr dankbar, dass mir diese Rolle sofort zusagte. Und dann habe ich auch sehr, sehr schnell und in Freude zugesagt und diese Freude ist bis zum Schluss geblieben, außer irgendjemand sagt was anderes. Den Komiker in mir habe ich dann versucht auszublenden beim Lesen, weil ich wusste, es handelt sich hier um ein Drama. Da ich aber, als ich die Rolle sah, gemerkt habe, es handelt sich um eine sehr skurrile Figur, habe ich mich natürlich wieder sehr gefreut. Denn mir ist es dann schon wichtig, nicht innerhalb des eigenen Könnens plötzlich unglaublich zu werden. Und ich weiß auch, dass Oskar Röhler mich nicht nach etwas fragt, was ich nicht kann. Und deshalb hat das irgendwie gut zusammengepasst.